Hallo Fußballfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute spielt der Maidricher SV gegen Preußen Münster. Anstoß ist um 14 Uhr im Wedau-Stadion. Ja, was soll man zum MSV sagen? 8 Spiele sind gespielt für den MSV, 3 Punkte nur, 3 Unentschieden, 5 Niederlagen. Der Trainer ist schon weg, für mich muss auch eigentlich der Sportdirektor weg. Heskamp hat den Kader zusammengestellt, ja, und was soll ich sagen, er hat ihn einfach nicht gut zusammengestellt. Ein Giert, wurde der Vertrag verlängert, ja. Der spielt noch nicht mal. Der ist zwar nie fit, der ist andauernd krank oder wie auch immer. Ja, es sind auf jeden Fall einige Personalien, die ich da nicht verstehe. Und er ist eigentlich derjenige, der dafür verantwortlich ist, finde ich aus meiner Sicht. Naja, nichtsdestotrotz geht es jetzt gleich ins Stadion. Ich hoffe natürlich wie immer auf 3 Punkte für unseren MSV. Bei unserem letzten Gastspiel übrigens in Münster gewannen wir 4:1. Ich blende mal hier die Impression von diesem Spiel mal hier ein. Das waren noch Zeiten, da waren wir noch Tabellenführer, kurz vor Corona. Da haben wir gedacht, es geht zurück in die zweite Liga direkt. Ja, und jetzt geht es vielleicht bald in die Regionalliga. Schlimm, schlimm. So, ich möchte nicht weiter lange reden. Wir sind alle angespannt. Der Braun brennt an der Wedau. Ich wünsche euch jetzt gleich viel Spaß mit meinen Impressionen. Geht gleich los mit Aufstellung und dann den Spielimpressionen, also den Fanimpressionen. Ich hoffe, dass ich mal dieses Video auch mal raushaue. Vor jedem Spiel mache ich eigentlich immer so eine Ansprache und will einen Vlog machen, aber nach den ganzen Niederlagen und den ganzen Spielen habe ich einfach keinen Bock, das irgendwie dann ja noch zu veröffentlichen, weil ja, wir Fans sind eher angepisst dann von dem Ergebnis und von dem MSV-Spiel. Ja, da brauchen wir nicht noch jemand anderes. Aber heute sage ich euch, ihr werdet es ja sehen, veröffentlicht es. An dieser Stelle noch ein eigener Hinweis hier, abonniert gerne meinen Kanal, aktiviert die Glocke und verpasst kein Video. Stöbert mal auf meinem Kanal durch, sind von den letzten paar Saisons einige Spieler dabei, auch einige Siege des MSV. Ja, auch der MSV hat mal gewonnen. So, jetzt höre ich aber wirklich auf zu reden, jetzt geht's ins Stadion. Viel Spaß mit meinen Impressionen, nur der MSV. Fight.
der Schiedsrichter für ein Spiel sucht. Naja, ich weiß es auch nicht. Das ist scheiße! Das ist unfassbar. Man hat es nicht verloren, aber mit Unentschieden bleibt es auch nicht drin. Und man hat die Chance. Und der Münsteraner Torhüter hat hervorragend heute gehalten. Ja, so ist das. Ja, die MSV-Spieler werden mit Applaus verabschiedet. Ja, klarer Elfmeter nicht gegeben vom Schiedsrichter. Ich glaube, jeder hat es gesehen, da einer war. Ich habe gerade bei Kicker gelesen, beim Reviersport, können nicht verstehen, wie man den Elfmeter nicht geben kann. Naja, wieder mal beschissen. Vielen Dank. MSV! MSV! Trennen sich unsere Trebas von Preußen Münster. Heute war auf jeden Fall eine Verbesserung im Spiel zu sehen. Man hat viele Torchancen, ja, sich herausgespielt jetzt nicht, aber man hatte sehr gute Torchancen. Ein überragender Münsteraner Torhüter, Schulze Nihus, einen nicht gegebenen Elfmeter für den MSV, kurz vor Schluss. Und dann wurde es ja am Ende nochmal hektisch. Also Riesenchance für den MSV und dann auf der Gegenseite nochmal ein Lattentreffer für Preußen Münster. Das alles in der Nachspielzeit. Ja, am Ende 0-0. Ja, wem hilft der Punkt weiter? Ich denke, Münster kann mit diesem Punkt mehr leben als der MSV, denn für uns zählen in der Situation nur noch Siege, Siege, Siege. Ich denke, man sollte die Worte von Joachim Hopp mal aufnehmen und einen 8-Stunden-Tag einführen. Denn heute habe ich auch wieder Dinge gesehen. Also manche können ja noch nicht mal irgendwie einen Pass 3 Meter spielen. Andersrum muss man sagen, der MSV oder die Mannschaft hat heute einfach Willen gezeigt. Es hat einfach vieles nicht geklappt. Man hat eben halt auch die Verunsicherung gesehen, aber am Ende wurde sie belohnt von den MSV-Fans mit Applaus verabschiedet. Ja, darauf kann man aufbauen. Nächsten Samstag geht es weiter gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Dann sehen wir uns wieder. Ich wünsche euch jetzt trotz alledem ein schönes Wochenende. Wir haben nicht verloren, ist ja auch mal gut. Nur der MSV.